Hey Leute, herzlich willkommen in diesem neuen Video. Heute mal ein Thema, was sehr viele betrifft, nämlich Beleidigung, Hate oder einfach nur Eifersucht, was auch immer. Nämlich habe ich so ein Foto geschickt von meinen Haaren. Und das habe ich eigentlich fast ganz Snap geschickt. Und dann kam dieser Kommentar, du bist immer noch hässlich. Das Ding ist, wir verstanden uns vorher eigentlich ganz gut. Und ich weiß nicht, was sein Problem ist. Wir hatten auch keinen Streit oder sonstiges. Auf jeden Fall ging es danach weiter. Weil ich ja mein Leben auch immer mit euch ein bisschen teilen wollte, noch mit meinen Freunden und so. Und die mir auch einige folgen. Und die folgen mir nicht ohne Grund. Nur Fans folgen einem ja eigentlich. Sagte ich für meine Fans. Daraufhin sagte er, was für Fans. Ich sagte, naja, ich drehe nochmal YouTube und so. Nun sage ich den Namen nicht, weil Hate brauche ich nicht. Ich muss mein Video bearbeiten heute, also habe ich nicht den ganzen Tag Zeit für dich. Er sagte, ich weiß den Namen, du. Du. Ich sagte daraufhin, no. Und er so, wie viele Follower hast du denn? Ich so, ist doch egal. Man muss ja nicht die Followerzahl sagen. Wenn man auch nur einen Follower hat, ist diese eine Person ja auch ein Fan. Das hat doch nichts mit der Follower-Fanzahl oder Fan, wie auch immer, zu tun. Sondern einfach mit den Menschen, die einen folgen und nicht der Zahl der Follower. Finde ich irgendwie ein bisschen schwachsinnig, was er da fragte, aber okay, egal. Daraufhin sagte ich, ja, okay, egal. Und dass ich auch Komplimente bekommen würde für das, was ich mache und so. Weil er sagte, ich bin hässlich. Also, ich bekomme da wirklich Komplimente für, aber halt privat. Da hat er gesagt, ich gucke jetzt noch, ob du Komplimente bekommst. Ich so, das kannst du ja nicht wissen, weil ich es immer privat bekomme, aber auch okay. Und in dieser Modus so, er dann so drei Totenköpfe. Er ist auch so noch, krasse Community, alles deaktiviert. Boah, ich so, ich bekomme ja auch privat. Und außerdem muss ich nicht immer alles aktiv haben. Und nur weil du mir nicht glaubst, heißt es nicht, dass ich das nicht habe. Er so, alles klar. Ich habe ihn dann drauf korrigiert. Und er so, du machst selber so viele Fehler. Ich so, es ist auch menschlich. Er so, dann aber, du machst selber ganz viele Fehler. Also ja, sorry für die Wiederholung. Hatte gerade vergessen, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, es gibt so Leute, die angreifen, einfach weil sie selber einfach vielleicht nichts posten können. Wie gesagt, davor war auch alles gut. Ich weiß ja nicht, was sein Problem ist. Habe ja auch nie gesagt, dass das Bild für ihn ist. Ich habe es ja auch angeschickt. Und jeder war richtig freundlich und so. Hatte gesagt, richtig schön und so. Bei Blue, das ist ja auch süß und cute und nett und schön und wirklich vom Herzen. So, aber er beleidigt einfach, anstatt zu sagen, ja, es ist jetzt nicht so schön, finde ich, sagt er, bist immer noch hässlich. Er hat davor auch, glaube ich, gesagt, er ist hässlich, also ich bin hässlich oder so. Oder wie auch immer. Aber ich finde, man sollte nicht beleidigen, nur weil man eine Person nicht mag oder so. Und nur weil eine Person sagt, sie hat Fans, was sie vielleicht ja auch hat. Ich meine, man muss ja auch nichts beweisen im Leben. Und das verstehe ich halt nicht, weil ich kann da jeder leben, wie er will, aber man muss ihn ja nicht direkt angreifen, wenn man nichts über sein Leben kennt. So, und ich hoffe, ich habe damit weiter geholfen. Ich werde auch gehatet. Und ja, ich wollte das Thema nochmal ansprechen und bye.